Covadis. Liebe Zuschauer, über Covadis unterhalten wir uns. Das heißt, wohin gehst du? Mit Marc Ehret. Er ist Landesvorsitzender der Werteunion in Baden-Württemberg. Aber nicht nur das, er ist auch Unternehmer, Spediteur und ja, als Unternehmer unterwegs. Lieber Marc, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, guten Morgen, lieber Peter. Vielen Dank für die Einladung. Auch ein herzliches Grußwort an die Zuschauer. Zieht bitte die Masken auf. Ich habe nämlich leider eine ordentliche Corona-Erkrankung, mit der ich mich herumschleppe. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält im Verlauf des Interviews. Danke, dass du trotzdem dabei bist. Wir haben uns ja schon im Anfang der Woche gesprochen. Da war es noch schlimmer. Ich darf dir bestätigen, es ist besser geworden, lieber Marc. Dankeschön. Ja, Marc, die Werteunion. Wir waren ja in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit Hans-Georg Maaßen. Für was steht die Werteunion? Du vertrittst ja einen großen Landesverband Baden-Württemberg, ein sehr industriebeladenes Land, ein sehr erfolgreiches Land. Für was steht die Werteunion? Also ich möchte zunächst mal ergänzen, dass ich auch 2 Jahre lang im Bundesvorstand der Werteunion war. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, ich war auch über den Verlauf von 2 Jahren Bundesmitgliederbeauftragter. Ich habe also eigentlich einen ganz guten Einblick in die Strukturen der Werteunion und die Situation unter den Mitgliedern. Ja gut, Werteunion, was ist mit ihr los? Was hat sich für ein Standing? Jetzt zunächst mal bei den Mitgliedern. Also, wir verstehen uns unverändert als, ich sag mal, vielleicht die wichtigste bürgerlich-konservative Gruppierung im vorpolitischen Raum. Allerdings eben nicht nur im vorpolitischen Raum, weil wir auch schon ganz klar die Ambition haben und das Engagement dazu, am, ich sag mal, politischen Gestaltungsprozess in der Republik teilzunehmen. Gegebenenfalls ihn sogar in Teilbereichen zu steuern. Das ist die Zielsetzung, da sind wir jetzt aktuell ein Stück weit von entfernt. Wir haben eine relativ turbulente Zeit hinter uns. Also alle wissen es, denke ich, die heute hier zusehen. Wir hatten Otte als Vorsitzenden. Wir haben dann vor etwa einem Jahr Dr. Maaßen als neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Wir finden uns seitdem in einem Öffnungsprozess. Also ganz wichtig, vielleicht die Feststellung gleich zu Beginn des Interviews. Öffnungsprozess meint, dass wir uns nicht mehr nur als hässliches Wort Appendix der CDU/CSU begreifen, sondern dass letztlich eigentlich in unseren Reihen jeder willkommen ist, der sich, ich sag mal, dem hohen Ziel des Politikwechsels verschreiben möchte und unsere Arbeit und unseren Weg dorthin begleiten möchte. Das mal vorab. Die aktuelle Situation ist natürlich etwas komplex. Das gilt für alle Player aktuell im politischen Terrain. Wir haben bekanntermaßen die Situation, dass linksgrüne Politik jetzt zu nichts Gutem führt. Es war natürlich eine Geschichte mit Ansage. Momentan müssen wir uns an den Ergebnissen orientieren und wir sind erst am Anfang des Niedergangs und nicht am Ende. Spannende Frage also, wie bewerkstelligen wir Änderungen? Wie bewerkstelligen wir den Politikwechsel als Zielsetzung? Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten dazu. Ich kann auch mal eine Pause machen, Peter, dann stellst du mal eine konkrete Frage noch. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd oder Hallo Meinung. Wir sagen danke für die Unterstützung, aber glaubt uns, wir machen weiter und wir gehen dorthin, wo es den Mächtigen wehtut. Ja, und zwar ist Folgendes. Die Werteunion bisher, haben uns viele Zuschauer angeschrieben, galt ihr ja als Stachel im Fleisch der CDU-CSU. Nun muss man ja erkennen, Marc, wir haben Hessen, Bündnis CDU-SPD, wir haben Baden-Württemberg, wir haben Nordrhein-Westfalen, Bündnis CDU mit den Grünen, wir haben Schleswig-Holstein, wir haben andere Bündnisse. Wir haben bei dir in Baden-Württemberg die Grünen und die CDU. Ist die CDU in dieser Form überhaupt noch Markenkern der Werteunion, weil sie ja eigentlich, und wenn man durchs Land reist, ja viel zu weit nach links gerückt ist und irgendwo merkt man, die Politiker, die Spitzen haben Angst zu sagen, wir distanzieren uns von dieser Politik, wir distanzieren uns von Merkel, wir gehen wieder in die Richtung, Werte konservativ mit moderner Ausrichtung. Ist die CDU-CSU überhaupt reformierbar? Sind mehrere Fragen. Also ich fange mal mit der ersten an. Ich würde mal behaupten, dass die Identifizierungsmerkmale mit der CDU so gering geworden sind,
dass man uns eigentlich nicht mehr wirklich abdecken kann. Also ich sehe hier keine Übereinstimmungen. Man kriegt das jeden Tag mit. Du auch, Peter, du bist täglich damit befasst, hier politische Analysen vorzunehmen. Ich sehe in der CDU/CSU absolut keine Übereinstimmung mit unseren Zielsetzungen. Und das ist die eigentliche Problematik, würde ich mal sagen, auch der Werteunion. Wir müssen da neue Richtungen begehen. Wie gesagt, wir haben diesen Öffnungsprozess begonnen. Wir befinden uns mitten darin. Und die Kernfrage ist letztlich die setze ich jetzt einfach mal voraus oder die nehme ich voraus. Die Kernfrage ist die, ob die CDU/CSU in irgendeiner Weise daran partizipieren kann, das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Meine Ansicht Stand heute, das Ding kann sich ganz schnell wandeln, ist nein. Das sehe ich nicht. Ich sehe die CDU/CSU tatsächlich nicht als Bestandteil der Lösung, sondern ich sehe sie vorrangig mal als Bestandteil des Problems. Eine Situation, die wir hier erleben. Wir hätten es gerne anders. Aber Marc, du hast es schon durch die Blume angesprochen. Politiker sind Opportunisten. Lass uns über die Wahlen in Ostdeutschland sprechen. Wenn wir 2024 erleben, dass ein exorbitant hohes Ergebnis der AfD erzielt wird. Das Thema Brandmauer, darf ich dir sagen, existiert in vielen Bereichen nicht mehr. Auf kommunaler und Städtebereich arbeiten Parteien zum Wohle der Bürger mit der AfD zusammen. Politiker sind Opportunisten. Meinst du, dass dann manche sagen würden, na ja, wenn es das Bürgerwille ist und es tut den Menschen gut, der Wirtschaft, dem Mittelstand gut, dann müssen wir um Herrgotts Willen auch Beschlüsse mit der AfD fassen? Ja, also ich würde mal sagen, das ist die Conditio sine qua non zum Glück. Wie soll es denn anders funktionieren? Also Markus Mittwoch war ja schon das ein oder andere Mal bei dir zu Gast. Er pflegt immer anzumerken, machen wir uns doch mal ehrlich. Also machen wir uns doch mal ehrlich. Wenn die Zielsetzung tatsächlich die ist, einen Politikwechsel herbeizuführen, muss man sich schlicht und ergreifend mal mit den Realitäten befassen, mit den Optionen befassen. Die immer noch tatsächlich auch für uns naheliegendste Option wäre die, dass die CDU sich besinnt, sich auf ihre Tugenden und Stärken besinnt und letztlich dann auch Partner im Politikwechsel ist. Aber davon sind wir weit, weit entfernt. Wir hatten es kurz zuvor. Wenn diese Option Stand heute wohlgemerkt ausscheidet, dann muss man sich mit der nächstwahrscheinlicheren Option befassen. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar in irgendeiner Weise ein Zusammengehen, eine Unterstützung, eine Koalition oder was auch immer mit der AfD, um regierungsfähige Mehrheiten zu generieren, mit denen dann natürlich auch parlamentarisch ein Wechsel vollzogen werden kann. Sprich, viele Gesetze müssen revidiert werden, anderen Gesetzen muss Gestalt verliehen werden. Es ist also nicht so, dass wir jetzt hier alles neu erfinden müssen. Ganz viele Gesetze sind da, auch gerade was Migration und andere neuralgische Bereiche betrifft. Nur, man muss sie halt auch einfach umsetzen. Und dazu bedarf es eines bestimmten politischen Willens. Der ist aktuell nicht erkennbar. Zudem müssen wir zurück und nach meinem Dafürhalten, ja, um jetzt konkret auf die Frage zu geben, ja, das geht augenscheinlich nur mit der AfD. Frage, es kursiert in den Medien, in den sozialen Medien, in den Printmedien, auch im Fernsehen kursiert Bündnis Deutschland, Markus Krahl, es kursiert Dr. Hans-Georg Maaßen, der Vorstand oder der Vorsitzende der Werteunion. Wie stehst du zu einer neuen Parteigründung? Also prinzipiell, wenn ich, wie gesagt, die Optionen abarbeite, stelle fest, CDU/CSU ist momentan nicht ein vernünftiger, greifbarer Partner, um die Zielsetzungen zu erreichen. Und ich bin bei der AfD und ich sehe die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Land. Ich sehe sie im Osten, ich sehe sie im Westen, ich sehe sie in Gesamtdeutschland. Natürlich wäre es schön, wenn eine neue Kraft entstünde, die da oder zusammen mit der AfD dann auch einen Regierungswechsel, einen Politikwechsel bewerkstelligen könnte. Das wäre nett, das wäre wunderschön. Allein ist das umsetzbar? Ist das ein realistischer Gedanke? Da habe ich meine Bedenken, insbesondere auch, was jetzt die Mitwirkung von der Werteunion oder von Bündnis Deutschland oder vielleicht einer neuen Partei von Krall betrifft. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde das so dargestellt, wenn nur die richtigen Leute vorhanden sind, dann ist das quasi ein Selbstläufer. Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich war lang genug auch im Bundesvorstand. Ich bin langjähriges Mitglied der CDU. Ich weiß ungefähr, wie eine Partei funktioniert.
Ich weiß natürlich ungefähr auch vor allem, wie die CDU funktioniert mit ihrem Delegiertensystem, wer da was zu sagen hat und wer nicht und aus welchem Grund. Und eine neue Partei auf die Beine zu stellen, die sofort, was weiß ich nicht, also mit 5% kommen wir ja im Grunde genommen nicht weiter. Eine Partei, die in der Lage wäre, wirklich die 10%-Hürde zu reißen und aber gleichzeitig die Bereitschaft erkennen lässt, mit der AfD, die ich momentan, wie gesagt, als den einzig denkbaren Halsbringer sehe, zur Lösung beizutragen, habe ich einfach starke Bedenken. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, die könnte ich jetzt ausführen. Ich kann es aber auch lassen, weil unsere Redezeit, meine Redezeit ist begrenzt. Ich halte es momentan einfach nicht für umsetzbar. Insofern muss ich oder würde ich tatsächlich davon Abstand nehmen und vielleicht eher die Strategie verfolgen, die Momente, die greifbar sind, die fühlbar sind, die erkennbar sind, zur Macht, dass ich die unterstütze. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd oder Hallo Meinung. Wir sagen danke für die Unterstützung, aber glaubt uns, wir machen weiter und wir gehen dorthin, wo es den Mächtigen wehtut. Zumal der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Wir erleben es, du sagst, wir stehen am Anfang einer desaströsen Entwicklung. Wir haben es erlebt, Marc, die Bauern in Berlin, Spediteure wollen im Januar nachziehen. Ich darf hier sagen, im Baubereich insgesamt die Stimmung der Menschen ist von demoralisierend, niedergeschlagen, Energie nicht mehr vorhanden. Haben wir überhaupt noch die Zeit, so lange abzuwarten? Denn von diesem Land muss ja noch einiges übrig bleiben. Das, was wir jetzt erleben, ist ja substanziell die Vernichtung dessen, was erarbeitet wurde. Haben wir noch die Zeit? Theoretisch haben wir sie nicht. Theoretisch haben wir 22:15. Von mir ist auch 12:30 oder 12:45. Aber wir können es ja nicht backen. Es ist ja kein Wunschkonzert. Also wenn sich die Optionen nicht bieten und sagen wir mal, wir sind auch vielleicht gar nicht aktiv in der Lage, die Optionen zu schaffen, ist die Frage müßig. Also wir müssen an die Geschichte drangehen und wir werden sehen, ob wir die Kurve noch kriegen rechtzeitig. Oder ob beispielsweise vielleicht dann Markus Krall recht hat, der sagt, wir müssen uns gar nicht beeilen. Der Zug fährt von ganz alleine vor die Wand und zwar mit einer so hohen Detonation, dass wir nur noch Brösel vorfinden und die aufzubauen ist dann deutlich einfacher, als jetzt mitten rein zu murksen, vielleicht einen Regierungswechsel, Stand heute möglichst rasch zu betreiben und dann wieder nur halbe Sachen zu machen. Also auch das ist eine Sichtweise, die kann ich durchaus nachvollziehen. Wir lassen es richtig krachen und dann fangen wir halt in Gottes Namen wieder bei Null an. Also bei Null jetzt nicht, ja. Also natürlich sind von der Infrastruktur und Wirtschaft etc. etc. wird da schon noch einiges übrig sein. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, auch mit Blick auf die Wählerschaft einen Neustart hinzulegen, als einen, ich sag mal, Halbstart. Eine Situation. Jetzt hypothetisch, uns haben sehr viele angesprochen, auch vom Bauernverband. Anthony Lee ist bei uns mit dabei. Es soll ein heißer Januar werden, denn die Thematik, was den Agrardiesel angeht, die CO2-Besteuerung, die Maut, es geht ja weiter. Man spricht jetzt von Klimageld, Katrin Göring-Eckardt, Klimageld. Also das Schröpfen und die Schwächung des Mittelstands schreitet ja in einer Form fort. Marc, wenn wirklich Bauern und Spediteure, Abschleppunternehmer, die uns anschreiben, im Januar zusammenhalten und sagen, wir wollen nicht mehr. Und unsere Autos stehen auf Autobahnen, auf Bundesstraßen und in den Städten. Glaubst du, die Politik könnte sich befleißigt fühlen, hier zu sagen, jetzt muss etwas geschehen und nicht diese Halbherzigkeit, wie wir sie von Özdemir in Berlin erlebt haben, der sagt, ich weiß von nichts, ich war ja gar nicht dabei, wenn ich das gewusst hätte und, und. Glaubst du, dass die Politiker dann sagen oder dass die in die Knie gezwungen werden können? Also die Halbherzigkeit ist leider auf beiden Seiten festzustellen bisher. Es ist ja nicht nur eine Frage der Politik, sondern es ist auch die Frage unserer Verbände, unserer Organisationsstruktur. Die Spediteure haben es nie verstanden, mit einer Stimme zu sprechen. Die Bauern nur bedingt. Auch da wurde natürlich wieder entsprechende Spaltung betrieben. Anthony Lee hat es ja nun oft genug erzählt, was Sachstand ist. Also beispielsweise die Diskrepanzen zwischen dem Bauernverband und dem LSV. Und bei den Spediteuren sieht es ja noch viel schlimmer aus. Da gibt es ja überhaupt keine Zusammenarbeit. Ja? So, ganz konkret, Peter, wir haben die Situation, weil nicht zusammengestanden wurde. Wenn wir, die Spediteure, die Gastronomen, die Landwirte etc. etc., wenn die sich mal in irgendeiner Weise zusammengefunden hätten und wären ein Risiko eingegangen, wie man es in Italien, in Spanien, in Frankreich oft genug erlebt hat, ja,
Wie viel Präsidenten in Frankreich zum Beispiel mussten ihre ganzen Reformen wieder einpacken, weil das Volk nicht mitgemacht hat? Unabhängig von den Konsequenzen, also ich will das auch nicht schönreden, was in Frankreich da im Einzelnen an Politik prozediert wird, da sind ganz, ganz viele Fehler gemacht worden. Die haben sich ihre Probleme auch in einem hohen Maß selbst zuzuschreiben. Aber es geht ja nicht um Frankreich, es geht um Deutschland. Wenn wir, die Deutschen, in einer ähnlichen Form zusammengestanden hätten, dann müssten wir heute, Peter, dieses Interview nicht führen, denn es wäre obsolet. Und jetzt kann ich also wirklich nur an alle Beteiligten appellieren. Jetzt ist es Zeit, zusammenzustehen und gegen diese, es ist früh am Morgen, man mag es mir nachsehen, politische Mafia vorzugehen, dann kann es auch was werden. Aber es wird nichts werden, wenn dann, was weiß ich nicht, wieder Zehntausende von Traktoren in Berlin auf der rechten Seite geparkt werden und man wartet freundlich, bis, was weiß ich nicht, wer zuständig ist, der Verkehrsminister, der Innenminister, Innensenator von Berlin, wieder grünes Licht zur Weiterfahrt gibt. Das kann es nicht sein. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Städte lahmzulegen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, beispielsweise, also ich möchte jetzt nicht vom Verfassungsschutz verfolgt werden, aber rein theoretisch bestünde auch die Möglichkeit, mit wenigen Fahrzeugen sämtliche neuralgischen Autobahnen in der Republik lahmzulegen. Das wäre ein Signal. Ja? A5, A7, A1, A4, das geht so schnell. Wir machen das, wir machen dieses Spiel. Ich habe das durchexerziert, zumindest gedanklich natürlich, ja, und nicht in der Praxis. Wir machen dieses Spiel mit 100, 150 LKWs. Bis die alle abgeschleppt, abtransportiert sind, ja, entstehen nicht nur kilometerlange Staus, sondern sie nehmen dann hunderte Kilometer ein. Man muss nur die richtigen Stellen finden, wo man es macht. Also es soll mir niemand erzählen, wir sind so klein und was soll ich als Einzelner ausrichten und bla bla bla. Ich kann dieses ganze dumme Gequatsche einfach nicht mehr hören. Es gibt Möglichkeiten, man muss sich aber ein Herz nehmen und dann kann man das auch umsetzen. Und dann gibt es ganz, ganz große Augen in den Parlamenten. Es gibt sie im Bundestag, es gibt sie in Stuttgart, es gibt sie in Wiesbaden, es gibt sie in Düsseldorf und so weiter und so weiter und so weiter. Wir könnten innerhalb kürzester Zeit den kompletten Laden lahmlegen und dann wird gesprochen und zwar auf Augenhöhe. Beantwortet das deine Frage? Wohltuend. Marc Eretz, sehr wohltuend. Ich habe gerne Leute vor der Kamera, die Deutsch reden und Klartext. Und dazu zählst du. Chapeau. Marc, meine letzte Frage. Die Verbände. Ich sehe es im Bauverband, Automobilindustrie und, und. Ist es nicht so, dass die Spitzen viel zu sehr mit der Politik geklüngelt haben? Marc, ich kann dir Dinge erzählen, die sind vor der Kamera, der Automobilvertreter, dann der Verkehrsminister, die sind vor der Kamera, sitzen sich, das Gespräch ist vorbei, da sagt, was machst du heute Abend? Gehen wir zusammen essen. Verstehst, also diese Klüngelei, ich weiß nicht, wie es mit dem Speditionsverband, aber ich kann dir sagen, was die Bauwirtschaft angeht, auch die Mittelstandsunion mag, wenn eine Alice Weidel mit Müller essen geht und eine Mittelstandsvereinigung beschwert sich und sagt, das geht überhaupt nicht, daran sehen wir, wie der Klüngel zwischen Politik und Verbänden vorhanden ist. Auch beim Bauernverband übrigens, der ja den Grünen Parteitag auch mit protegiert hat, unterstützt hat. Wäre es nicht an der notwendig, dass die Basis und die mittlere Fraktion in den Verbänden sagt, euch wollen wir nicht mehr, ihr vertretet nicht unsere Interessen. Dehoga, wir haben ja Objekte verpachtet im Hotel- und im Gaststättenbereich. Marc, Dehoga, die reden auch immer, da hast du das Gefühl, na, die klüngeln da miteinander. Wäre es nicht notwendig, dass die Basis und die mittlere Fraktion da Schluss mit eurem Geklüngel, ihr habt unsere Interessen durchzusetzen? Also der Klüngel hat ja System. Das ist ja eine komplette Unterwanderung in allen Bereichen. Also es ist völlig egal, welche Branche du jetzt hier anführst und welcher wirtschaftliche, sonstige Bereich, Wissenschaft, Ökonomie. Es ist Lehrbereich. Es ist überall das gleiche Theater. Ja, und ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert? Man spricht ja immer vom Gang durch die Instanzen. Wer immer dafür verantwortlich ist, hat sich 50 Jahre lang Zeit gelassen und hat das mit großer Kompetenz und Effizienz durchgezogen. Und es geht halt, wie gesagt, in alle Bereiche. Dehoga ist ein Thema, die Landwirtschaft ist ein Thema, der Speditionsbereich ist ein Thema. Es ist scheißegal, wo du hinguckst, du triffst überall auf die gleiche Systematik. Die Politik hat sich überall eingenistet und bestimmt das Geschehen. Das, was du sagst, ist natürlich richtig. Du hast aber auch im Verlauf des Interviews die Feststellung getroffen, dass wir keine Zeit mehr hätten. Oder hast du vielleicht auch als Frage geäußert. Um das alles zu revidieren,
Um das alles tatsächlich wieder so zu handhaben, dass die Basis mitbestimmt, dass die Betroffenen mitbestimmen, die Bauern, die Spediteure, die Transportunternehmen, die Gastronomen etc. etc. Du musst das Ding von unten nach oben wieder aufrollen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Aber mit Blick auf die Regierung in Berlin ist der Zug abgefahren. Das schaffen wir nicht. Ja? Also wenn, momentan hilft wirklich nur eine Geschichte nach meinem Dafürhalten. Ich denke, dass Politik auf der Straße entschieden wird, dass die Basis, dass alle Bürger sich davon angesprochen fühlen und versuchen, die Dinge wirklich von unten nach oben wieder hinzubiegen. Eine andere Chance haben wir Stand heute, nach meinem Dafürhalten nicht. Dem schließen wir uns an. Das bedeutet auch, dass wir ab Januar das Thema Politik wird auf der Straße gemacht, vermehrt angehen werden. Lieber Marc, an dieser Stelle bedanke ich mich. Ich wünsche dir gute Besserung. Du bist auf dem Weg dazu. Es ist wohltuend und ich darf vorwegnehmen, die Zuschauer werden uns zahlreich anschreiben. Liebe Zuschauer, wenn Sie selbst hier etwas tun wollen, nicht vom Hören sagen, das heißt also, wenn Sie Abschleppunternehmer, wenn Sie Spediteur, wenn Sie in irgendwelcher Form im Verband sind, schreiben Sie uns an unter kontakt@hallo-meinung.de. Lassen Sie uns bündeln, lassen Sie uns die Kräfte bündeln. Und wie Marc-Erik sagt, es geht schneller, als Sie denken, um die Leute zum Einkehren und zum Umdenken zu bewegen. Lieber Marc, eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und alles Liebe. Gebe ich sehr gerne zurück. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich hoffe doch, dass ich vielleicht dazu beitragen konnte, den einen oder anderen zu überzeugen, dass wir alle jetzt gefordert sind. Mach's gut.